Hallo und herzlich willkommen zu dieser Übersicht und der Erklärung und vielleicht auch dem Einstieg zur Musikproduktion mit Linux. Legen wir doch einfach mal los. So, in letzter Zeit werde ich immer mal wieder angesprochen, dass ich unter Linux Musik mache mit Bitwig. Und viele Leute, die noch nicht wirklich Kontakt mit Linux hatten oder sehr wenig Kontakt, haben immer noch so dieses Bild von der Ende der 90er oder Anfang der 90er Jahre. Man lötet sich seine eigene Hardware zusammen, programmiert sich sein eigenes Betriebssystem und macht alles fast blind nur mit so einer Textkonsole. Das war Linux vielleicht in den ersten 14 Tagen und seither hat sich dieses Bild so ein bisschen gehalten. Und wenn man über Linux spricht und auch Musik über Musikproduktion mit Linux, dann fliegen einem so diese ganzen Begrifflichkeiten hier durch den Raum und ins Gespräch und Hardware, Open Source und Check Audio und was ist mit den VSTs und wer ist Linus Torvalds, was ist ein Ubuntu Studio, brauche ich da einen Kernel, was sind Distributionen und ja, was ist Plasma, KDE und so weiter und so fort. Das heißt, es sind ziemlich viele neue Begrifflichkeiten, die durch die Gegend schwirren, die man vielleicht aus seiner eigenen alten Welt, so Windows oder Mac, einfach noch nicht kennt, weil es einfach eine andere Welt ist, eine andere Benahmung. Wenn jemand mal von Mac auf Windows oder von Windows auf Mac gewechselt hat, dann wird er das kennen. Dinge heißen einfach anders. Der Browser heißt plötzlich Safari und der Datei-Explorer heißt Finder oder wie auch immer. Das Menü ist oben, links, rechts, unten, wie auch immer halt der Hersteller das gesehen hat. Und der Umstieg auf Linux ist im Prinzip ähnlich. Alles hat so ein bisschen seine eigene Benamung, ist aber alles wie auch bei den anderen Betriebssystemen im Prinzip genau gleich. Es gibt eine grafische Oberfläche. Vieles geht mit Plug and Play beim Einstöpseln. Ich kann Dinge anklicken, ich habe Menüs und kann Programme wechseln, ich habe Fenster und so weiter und so fort. Das heißt, die Grundstrukturen sind sowieso immer überall gleich. Und wenn ich das unbedingt haben will, dann kann ich auch unter Linux dann eine Konsole aufmachen und mich mit einem Text hier einfach komplett oder einem Textterminal einfach komplett ausleben und niemals wieder auf eine grafische Oberfläche zurückgehen. Es ist alles möglich unter Linux. Aber eigentlich wollen wir, dass wir ein Betriebssystem haben, was läuft, was stabil ist und was wir einfach benutzen können, ohne dass wir jetzt anfangen, selber müssen zu programmieren. So. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Nachdem jetzt geklärt ist, dass eh alles dasselbe ist, also ich sage jetzt einfach mal von der Benutzung, unter der Haube ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Und das ist auch das, was die meisten Menschen eigentlich nach kurzer Zeit begeistert, wenn sie mit Linux unterwegs sind. Es ist ein sehr stabiles, sehr flexibles System. Aber, so, jetzt hat man vielleicht Zeit seines Lebens mit anderen Betriebssystem verbracht und wird jetzt so ein bisschen neugierig. Und das allererste, auf was man trifft, ist die Hardware überhaupt kompatibel? Und was damit gemeint ist, kann ich überhaupt einen Linux auf meinem Rechner laufen lassen, den ich habe? Muss ich mir einen neuen Rechner kaufen, einen neuen Computer kaufen? Was brauche ich denn dafür einen Computer? Und so weiter. Die Standardantwort ist, was hier auch steht, kompatible Hardware soll das sein. Meistens steht dann noch Linux-kompatible Hardware soll das sein, aber das Linux-kompatible Hardware heißt eigentlich nichts anderes, als dass diese Hardware einer offiziellen Industrienorm folgen sollte. Das tut viele Windows-Hardware nicht. Das sind so eigene verdrehte Entwicklungen von irgendwelchen Hardware-Herstellern, die aus Kostengründen auf wichtige Sachen verzichtet haben. Und früher war das halt so, man hatte unglaubliche Schwierigkeiten, diese Windows-Hardware unter Linux zum Laufen bringen, weil die eben nicht genormt war. Das war halt irgendwie so ein Frickelzeugs, was halt billiger war, was für einen Windows-Rechner okay war, aber es war auch selten eine gute Ware. Das nur so am Rande. Aber es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt irgendwelche Hardware schlecht mache, sondern wie man mit seinem bestehenden Rechner Linux installieren kann. So. Die meiste Hardware von von namhaften Herstellern gibt es ja alle möglichen. Es gibt auch in Deutschland einen Linux-Hersteller,
wo man dann sich direkt einen Linux-Computer kaufen kann, mit Linux vorinstalliert und so weiter. Ich nenne jetzt hier keine Namen, das kann man in den Kommentar machen, weil es soll jetzt keine Werbung für irgendwelche Firmen sein, sondern es soll rein jetzt um diese Thematik Linux und Musikproduktion gehen. So, wenn ich habe jetzt einfach mal einen Rechner und jetzt möchte ich wissen, kann der Linux? So. Dann komme ich an das nächste Thema. Okay, wenn ich jetzt wissen will, ob der Linux kann, dann gucke ich mal, okay, wo kriege ich einen Linux her? Und Linux, bei Linux wird ja immer von Linux-Distributionen gesprochen. Und Distributionen sind nichts anderes als quasi Linux-fertig installierbare Systeme. Also früher hat man dann immer so eine DVD oder eine CD gehabt. Und Distributionen haben immer ein bestimmtes Ziel und einen bestimmten Zweck. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Distributionen. Ich weiß nicht, Tausende, Zehntausende, die alle einen unterschiedlichen Zweck haben. Manche sollen auf so einen kleinen Raspberry Pi oder auf noch kleinere Platinen. Manche sind in so Audio-Car-Multimedia-Systemen speziell angepasst. Die bringen natürlich beim Notebook oder beim Standrechner natürlich gar nichts. Um langes Thema kurz zu machen, bei der Linux-Distribution hatte sich so in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren eine Firma Canonical aufgetan, die vertreibt ein sogenanntes Ubuntu Linux. Ganze heißt Ubuntu, weil es aus Südafrika kommt und das war ein Mäzen, ein Milliardär, der gemeint hat, okay, ich finde Linux wichtig, das sollte ein System werden, was jedem zugänglich ist und hat das eine ganze Weile gefördert. Mittlerweile ist diese Firma, soweit ich weiß, unabhängig von ihm und verdient Geld mit Services und bringt immer diese Ubuntu-Distribution raus. Und jetzt gibt es noch eine kleine Verwirrung, nämlich Ubuntu gibt es in verschiedenen, ich sag mal, Flavors, in verschiedenen Spielarten. Und diese Spielarten sind nichts anderes als oder meistens eine andere Oberfläche, eine andere grafische Oberfläche. Denn im Gegensatz zu Windows oder zu Mac kann man mit Linux unterschiedliche grafische Oberflächen, das heißt, was der Desktop ist, benutzen. Die haben alle so ihre Eigenheiten, Vorteile, Nachteile, wie auch immer, wie man das sehen möchte. Die sehen halt teilweise anders aus. Aber so das grafischen Desktops, die sich so, sag ich mal, in der breiten Masse beim Normalbenutzer so durchgesetzt hat, sind zum einen KDE Plasma, was bei Kubuntu, deshalb K von KDE, benutzt wird. Und bei Ubuntu nennt sich die Oberfläche GNOME. Das sind sehr alte grafische Desktops, die sind wirklich vergleichbar mit Mac oder mit Windows. So KDE ist mehr so für Leute, die Windows gewöhnt sind, sehr zugänglich und GNOME hat man früher mal gesagt, das orientiert sich eher so, oder ne, orientiert sich nicht, aber hat eher so eine Ähnlichkeit mit der Mac-Oberfläche. Ganz ehrlich weiß ich auch nicht, ob das mit dem GNOME, also mit dem Ubuntu heute noch so ist, weil ich benutze seit 15 Jahren oder länger Kubuntu mit dieser Windows-grafischen Oberfläche und bin super zufrieden und sehe auch überhaupt gar keinen Grund, irgendwas anderes zu benutzen, weil das gefällt mir und das wird weiterentwickelt und das ist toll aus meiner Sicht. So. Wir waren bei Linux-Distributionen. So, jetzt, es gibt noch eine ganze Menge, außer diesen ganzen Ubuntu, also Kubuntu, Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu, da gibt es alles Mögliche. Die haben alle so ihre Eigenheiten, ihre Flavors, ihr Aussehen. Mein persönlicher Favorit ist Kubuntu, weil ich habe mir lange Zeit, bin durch die verschiedenen Distributionen gehoppt und das hat mir einfach am besten gefallen. Deshalb gehe ich dann auch im Weiteren auf Kubuntu ein, weil ich das auch benutze und da kann ich ein bisschen was drüber erzählen. Ubuntu ist dieser mit dem GNOME-Oberfläche und dann habe ich hier unten noch Ubuntu Studio stehen. Da komme ich gleich noch dazu, weil es geht jetzt darum, eine Distribution auszuwählen. Alles drei hier sind Distributionen. Und bei den Distributionen muss man noch eine Sache beachten, wenn man jetzt Musikproduktion machen will und das auch so ein bisschen ernsthafter betreiben will und jetzt nicht jeden neuen Plim Plim da ausprobieren möchte,
Dann ist zum Beispiel dieser Begriff LTS wichtig. Und LTS heißt Long Term Support. Und bei Ubuntu ist das so, dass alle 2 Jahre eine LTS-Version rauskommt. Das bedeutet, da wird einfach ein bisschen konservativ alles zusammengepackt an Paketen, an Programmen. Weil wenn man so ein Linux oder so ein Kubuntu installiert, dann hat man auf einen Schlag erstmal alles dabei. Das ist jetzt nicht nur das reine Betriebssystem, da ist ein komplettes LibreOffice dabei, da ist Grafikbearbeitung wie GIMP dabei, da ist eine ganze, ganze Menge an Software dabei, die man sich bei vielen oder bei den anderen beiden Betriebssystemen erstmal so ein bisschen zusammenklicken, runterladen und einkaufen muss. Normalerweise sind die ganzen Software auch Open Source und sogar kostenlos. Open Source ist ein ganz anderes Thema, da mache ich vielleicht mal ein eigenes Video dazu, was das überhaupt bedeutet, wird auch viel missverstanden. Und dieses kostenlos sollte man sich mal Gedanken machen, auch wenn man jetzt alles kostenlos bekommt. Aber wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Projekt, was man sehr häufig benutzt, sehr mag, könnte man mal drüber nachdenken, vielleicht diesen Leuten, die das in ihrer Freizeit zusammenprogrammieren, vielleicht hier und da auch mal eine Spende zukommen zu lassen. So. So, also Linux-Distribution habe ich mich jetzt eingeschossen hier auf Kubuntu. LTS sind diese Long-Term-Support-Versionen, das heißt, die bleiben über 2 Jahre lang sehr, sehr stabil, da kommen jetzt nicht sehr schnell viele Neuerungen rein, aber man hat einfach so die Gewissheit, okay, mein System läuft auf jeden Fall sehr, sehr stabil und ich habe jetzt nicht durch irgendwelche neue Software dann unter Umständen ein Problem. Hat man eh relativ selten heutzutage, noch war früher wesentlich öfter, aber mittlerweile ist das alles so stabil, dass, ja, also. Ich weiß nicht, wann mir das letzte Mal irgendwas sowas in der Richtung passiert ist. So. Deshalb so meine Empfehlung ist, wenn ihr Musikproduktion mit Linux machen wollt, dann sucht euch eine Kubuntu oder eine Ubuntu-Version aus. Die sind wirklich gut gepflegt. Und dann nehmt auch die LTS und nicht das allerneueste. Aktuell 2021 ist die Version 20.04. Das ist vom Jahr 2020 im April, also 20.04. 04 LTS-Version und im Jahr 2022-04 kommt die nächste LTS-Version. Dann bekommt man so ein Pop-up und heißt hier, komm, neue Version ist da, willst du updaten? Dann drückst du auf OK und dann geht es halt, je nach Internetleitung, wie schnell die ist, geht es eine halbe Stunde, eine Stunde oder sowas und dann ist man mit seiner Distribution auf dem neuesten Stand und das ohne irgendwelche Update-Subscription oder irgendwas zu bezahlen. So, und wir sind immer noch dabei bei diesem ganzen theoretischen Konstrukt. Ich habe ja immer noch eine Hardware und da möchte ich jetzt einfach mal gucken, kann mein Computer Linux? Und diese Distribution, zum Beispiel Kubuntu oder Ubuntu, ist jetzt gerade mal völlig egal. Die kann man sich von der Seite runterladen. Die Links packe ich alle in die Videobeschreibung rein. Die kann man sich von den Seiten runterladen. Dann lädt man sich meistens so eine sogenannte ISO-Datei runter und dann gibt es Programme. Wie zum Beispiel Etcher unter Windows und Mac. Mit denen kann man solche ISO-Dateien auf USB-Sticks kopieren. Früher hat man DVDs gebrannt und damit kopiert man die auf einen USB-Stick und diese Programme Etcher, die machen den USB-Stick auch gleich bootbar. So, und dann kann man nämlich hingehen und kann sagen, okay, ich schalte meinen Computer aus, stecke den USB-Stick rein, boot meinen Computer von dem USB-Stick und dann bootet eine Linux, ohne dass man irgendetwas installiert. Das heißt, der Rechner bootet dann, vielleicht muss man das noch im BIOS einstellen oder wie auch immer, bootet dann ein Linux und dann seht ihr sofort, wenn das hochfährt, wenn es eine grafische Oberfläche hat, dann kommt so ein Willkommensbildschirm und dann kann man sich dann entscheiden, ob man installieren möchte oder ob man es erstmal so ein bisschen benutzen möchte. Dann kann man ja auf Benutzen gehen und dann kann man einfach mal so ein paar Sachen ausprobieren und gucken, läuft denn dieses zum Beispiel Kubuntu auf meinem Rechner überhaupt? Und wenn es dann läuft, dann kann man einfach halt so ein bisschen rumspielen, alles Mögliche probieren und sich dann entscheiden, okay, dann installiere ich das. Ich habe lange Jahre mit so einer partitionierten Festplatte gearbeitet, einerseits Windows und einerseits Linux und habe mich dann irgendwie Anfang der 2000er entschieden und gesagt, so, nee, das bringt alles nichts.
Ich weiß ja nie so ganz genau, was ich booten soll. Ich gehe jetzt komplett auf Linux rüber und habe seither auf meinem Notebook einfach nur Linux drauf und sonst gar nichts. Weil sonst kommt man so, sagt, fällt man so in so alte Gewohnheiten zurück, sagt, ah, da habe ich doch dieses Programm und so weiter. Aber im Endeffekt geht es ja darum, wenn man mit Linux arbeiten möchte, sollte man auch wirklich mit Linux arbeiten und nicht ständig wieder auf alte Gewohnheiten zurückzufallen, die einen auch nicht weiterbringen. So, und wenn man dann einen Linux installiert hat, da gibt es ganz viele Videos im Internet, wie man das macht, und eine hervorragende deutschsprachige Seite, die heißt ubuntuusers.de, kommt auch mit in die Videobeschreibung. Dort finden sich ganz, ganz viele deutschsprachige Artikel, wie macht man was, was bedeutet das. Es gibt ein Forum, wo man mit den Leuten diskutieren kann oder suchen kann, ob hier schon mal jemand anders ein Problem mit irgendwie XY hatte und so weiter. Das kann man damit machen. Eine Kleinigkeit, was mir noch eingefallen ist in dem Zusammenhang, weil wir ja von Musikproduktion reden, ist, kompatible Hardware betrifft ja nicht nur den Rechner. Wenn das Linux da drauf läuft, ist ja alles super. Aber zum Beispiel läuft mein Audio-Interface mit Linux. So, das wäre ja eine ganz wichtige Geschichte noch zum Beispiel. Die meisten MIDI-Controller, die per USB gehen, laufen sowieso. Das, was über DIN MIDI-Kabel geht, über das Audio-Interface angeschlossen ist. Wenn das Audio-Interface läuft, laufen auch die ganzen MIDI-Geschichten. Einfach mal so alles an Hardware, was für die Musikproduktion wichtig ist, einfach mal anklemmen bei dem USB-Stick. Wenn der gestartet ist, also nicht am USB-Stick anklemmen, wenn der Rechner mit dem USB-Stick gestartet ist, dann einfach mal so sämtliche Hardware, wenn man entsprechende Programme hat, einfach mal anklemmen und gucken, ob das denn auch funktioniert. Und gerade beim Audio-Interface ist in den meisten Fällen so, dass dann das Linux es automatisch einbindet und man kann das benutzen. So. Das war jetzt sind die ersten zwei Teile, kompatible Hardware und Linux-Distributionen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel ja bei Ubuntu hinten dran noch stehen und KX Studio. Das heißt, Ubuntu und Ubuntu sind im Prinzip ganz normale Betriebssysteme, ganz normale Linuxe, mit denen ich jetzt alles so rund um Office, Internet, E-Mail, kleine Spielchen oder was auch immer alles machen kann. So, und für die Audioproduktion brauche ich ja noch so ein paar zusätzliche Sachen. Da kommt zum Beispiel bei Ubuntu das sogenannte Repository KX Studio im Spiel. Das sind ein paar Leute, die packen speziell für Ubuntu oder für Ubuntu im Speziellen Software zusammen, womit man professionelle Audioproduktion oder Musikproduktion machen kann oder die einem helfen dabei. Da sind zum Beispiel Plugins dabei. Es gibt auch Linux-Plugins, ähnlich wie VST, die heißen LV2 oder Laddish oder Dish oder da gibt es so ein paar unterschiedliche Geschichten, die sind dabei. Dann gibt es Software, mit dem man Audio konfigurieren kann und so weiter und so fort. Und was Ähnliches macht Ubuntu Studio. Das ist eine komplette Distribution, die für Audio- und Videobearbeitung schon vorbereitet ist. Da sind schon alle Tools irgendwie mit dabei, die man braucht, vom Musikprogramm über Videoschnitt, über alles Mögliche querbeet. Das sollte man einfach nur wissen. Das heißt, einerseits die Linux-Distribution Ubuntu oder Ubuntu oder für Audioproduktion eben bei Ubuntu KX Studio mit dazu aktivieren. Auf den Seiten von KX Studio steht es zum Beispiel, wie man das macht. Das ist total einfach. Oder so eine Distribution wie Ubuntu Studio benutzen, wo schon alles drin ist. Sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Das ist auch das Schöne an Linux. Es ist eine wahnsinnig diverse Welt. Das verwirrt am Anfang den einen oder anderen, weil er einfach zu viele Möglichkeiten hat. Aber das ist auch oftmals so das Schöne, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat. Und gerade so das ganze Audio-Routing in Linux, darum beneiden die Windows- und die Mac-Leute, die Linux-Leute immer und immer wieder. Das ist einfach wahnsinnig fantastisch und das für den Preis von 0. Zero, das ist einfach super. So, gehen wir jetzt einfach mal weiter. So, Linux Audio, das ist auch erstmal, muss man erstmal so ein bisschen verstehen.
Linux Audio ist so ganz klassisch. Gibt es hier unten, ist ein bisschen klein geschrieben, ALSA. ALSA ist quasi die Treiberschicht von Linux. Mit ALSA werden die ganzen Audiotreiber, nicht die Audiotreiber, die ganzen Audiogeräte betrieben. Also der DSP-Chip im Computer, das Audio-Interface, irgendwelche USB-Geschichten. Dafür ist ALSA da. Also das ist so wie so eine Treiberschicht, die erstmal guckt, okay, wenn irgendwas am Computer angeschlossen ist, also wie betreibe ich das? So grundsätzlich würde ich sagen, die meiste Audio-Hardware mittlerweile wird erkannt und betrieben. Wie gesagt, wenn Sie, es gibt diesen schönen Begriff Standard Compliant, also Standard, wenn die nach einem gewissen technischen Standard gebaut ist, ist es unter Linux überhaupt kein Problem. Außer da ist mal wieder so einer, so ein Sparfuchs mit dabei, der alles billiger mit anderer Hardware und ein bisschen anderer Schaltung und ein bisschen fernab des Standards produziert, dann muss man Glück haben, dass es dann trotzdem unterstützt wird. So. Das heißt, in Linux haben wir unterschiedliche Audioschichten, die so übereinander gestapelt sind, wie das hier ist. Auf der linken Seite, da wo Present steht, darüber. Also die erste Schicht unten ist ALSA, das ist die Treiberschicht. So. Und ein normaler Consumer-PC, der hat auf dieser ALSA-Schicht Pulse Audio oben drüber liegen, das in Blau hier. Und Pulse Audio macht nichts anderes als, ja, gibt Audio über die Stecker aus, vom Headset nimmt das Mikrofon auf, über Bluetooth kann man seine Boxen ansteuern. Das ist so eben so eine Consumer-Schicht oder Anwendung, ist voll integriert zum Beispiel in KDE und soll einfach dem normalen Anwender das Leben leichter machen. Und diese Schicht ist darauf ausgelegt, möglichst einfach zu sein. Und die ist auch schon relativ älter und die hat jetzt nie so richtig den Anspruch jetzt mit, was man in der Musikproduktion kennt, so mit Low Latency, also Reaktion schnell zu sein und. Deshalb ist die, man kann damit Musik machen, aber die ist dann schon ein bisschen langsam. Und es gibt seit einer gefühlten Ewigkeit, jetzt in der Mitte hier, Check Audio. Und Check Audio ist quasi die professionelle Audioschicht, die man relativ einfach zwischen dieser Treiberschicht und diesem Pulse Audio Consumer Schicht dazwischen schicken kann. Das machen Tools bei der Installation. Das sollte man einfach nur so ein bisschen wissen, wie so diese Audioschichten aufeinander aufgebaut sind. Man spricht auch oftmals von Audio-Servern, was mehr oder minder richtig ist, je nachdem, welchen man betrachtet. Das einfach nur mal so als Hintergrund. Das heißt, diese Audiosysteme nenne ich sie eigentlich mal viel lieber. Einerseits diese Treiberschicht, dann diese Check Audio Professional Schicht und dann die reine Consumer-Schicht. Das heißt, wenn man hingeht und Musikproduktion macht, sollte man schon mal von Check gehört sein und sollte das auch dann, man muss es nicht, aber wenn es professioneller werden soll, sollte man das hingehen, weil einfach die Latenz bei der Musikproduktion, beim Einspielen und so weiter, ist halt wesentlich niedriger. Die CPU-Belastung ist wesentlich niedriger als mit Pulse Audio. Für Check gibt es auch diverse Tools, da komme ich gleich nochmal mit dazu, weil es geht ja auch um diese Verkabelung von den einzelnen Interfaces, Tools und so weiter. Das ist der aktuelle Stand bei Linux. Nicht ganz, weil wir sind gerade im Umbruch. Und zwar die Zukunft hier bei Future soll so aussehen. Es gibt immer noch die Treiberschicht mit ALSA, die bleibt. Aber es gibt einen neuen Audio-Server und dieser Audio-Server, das habe ich jetzt gar nicht hingeschrieben, aber das ist das Symbol, heißt Pipewire. Und Pipewire soll auf lange Sicht Pulse Audio und Check komplett ersetzen und sogar noch performanter als Check sein. Und Check ist schon wirklich performant. Das heißt, Pipewire soll Consumer- und Professional-Schicht miteinander vereinen, sodass dann nur noch ein Audiosystem auf dem Audio-Treiber-System liegt. Das macht vieles, vieles einfacher. Und Pipewire ist auch kompatibel zu den ganzen Programmen oder ist, glaube ich, schon kompatibel zu den ganzen Pulse Audio und Check-Programmen. Das heißt,
Es wird so eine Übergangszeit geben, wo unter Umständen sogar ALSA, Check, Puls Audio und Pipewire gleichzeitig laufen, was aber nicht wirklich was ausmacht, denn da, wo Pipewire eingreifen kann, wird Pipewire übernehmen und da, wo Pipewire noch nicht eingreifen kann, übernehmen die anderen beiden. Das macht man einfach, um eine gewisse Kompatibilität über eine lange Zeit aufrechtzuerhalten, um einfach sicherzustellen, dass zum Beispiel Programme, die jetzt nur Puls Audio oder nur Check konnten, Zeit genug haben, sich auf Pipewire anzupassen. Das ist so ein Thema, das ist eigentlich für die Musikproduktion jetzt noch nicht so wichtig. Es wird aber nur viel darüber gesprochen. Und damit man diese Begrifflichkeiten mal gehört hat und das so einordnen kann, wo das hingehört, was das ist, habe ich das mal hier reingemacht und auch drüber gesprochen. Weil ich denke mal, so ein Schaubild erklärt dann doch mal so einiges, wenn man dann irgendwo was liest. Wenn es dann heißt, zum Beispiel Fedora hat jetzt Pipewire in seine Distribution standardmäßig aufgenommen. Oder wenn es dann heißen wird, Ubuntu hat Pipewire aufgenommen. Pipewire kann noch mehr als nur Audioproduktion. Das geht hin auch in die grafischen Desktop-Oberflächen über. Also das ist eine Software, ein Server, ein Dienst, der sehr viel mehr kann als nur so ein bisschen Professional Audio. So, das war Gegenwart und Zukunft. Und jetzt kommen wir hier weiter. Und zwar gehen wir ganz kurz nochmal zurück. Ich gehe jetzt hier von Check Audio Server aus. Den habe ich installiert und den nutze ich auch. Und der Check Audio Server, und da habe ich vorhin schon mal gesprochen, diese ganze Audio-Routing-Geschichte. Für den Check Audio Server gibt es so im Moment für mich zwei zentrale Tools. Das eine ist der Q-Check CTL und das andere ist Claudia aus KX Studio. Der Q-Check CTL ist wie hier in dem Screenshot hinten dran zu sehen. Das war die frühere Oberfläche, womit man Ein- und Ausgänge und Programme, die Check-enabled sind, miteinander verkabeln konnte. Dann konnte man hier so die Strippen ziehen zwischen Ein- und Ausgängen und alles miteinander und doppelt und dreifach und so weiter. Jetzt aktuell im Juli hat der Entwickler von Q-Check CTL oder Control eine neue Version vorgestellt und hat jetzt hier dieses Patchfeld integriert. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr dieses manchmal doch ein bisschen zu komplex werdende, wir ziehen ein Kabel zum anderen rüber, Patchfeld, sondern man hat jetzt hier so ein richtiges Patchfeld, wo man die einzelnen Audio-Interfaces, die einzelnen Programme sieht mit In und Out und dann hier so die Kabel quasi ziehen kann. Und das hat bisher bei mir zum Beispiel Claudia gemacht. Das ist zum Beispiel meine Verkabelung, wenn ich zum Beispiel Bitwig am Start habe, wenn ich Sonobus am Start habe und zum Beispiel noch den Mumble Audio Server am Start habe. Hier ist zum Beispiel mein Audio-Interface, die Eingänge, genau die Eingänge, die ich dann verteile. Zum Beispiel Eingang geht an Bitwig Studio oder das Mikrofon geht an Mumble oder ich habe hier noch OBS irgendwo mit drinne, zwischendrin. Und hier sind dann die Ausgänge von meinem Interface. Das heißt, alles, was Audio raus soll, wird dann hier reingeroutet. Und diese Kabel kann ich ganz einfach hier anfassen und hier irgendwo reinstöpseln oder auch wieder losmachen und hier alles quer miteinander verbinden bis zum fiesesten Feedback. Und das macht die Sache einfach super einfach. Das heißt, wenn ich irgendwie von meinem Mumble Audio Client zum Beispiel im Livestream, im OBS was reinrouten möchte, dann ziehe ich einfach von meinem Mikrofon den Output in den Input vom OBS und schon können die Leute, die in Mumble sind, dann direkt in den Stream reinquatschen. Und das kann ich extrem flexibel regeln. Das sind jetzt nur mal so ganz kurz die Tools, die wollte ich nochmal vorstellen und eben auch noch sagen, dass dieses Q-Check-Control von dieser Oberfläche in diese Oberfläche respektive in so eine Oberfläche halt übergeht, was finde ich wesentlich übersichtlicher und einfacher ist. So, und jetzt gibt es noch ein großes Thema. Und so, ein großes Thema. Wer von der Windows-Welt kommt und VSTs und Plugins hat, der würde die natürlich ganz gerne auch weiterhin benutzen. Und das geht. Und zwar
Gibt es unter Linux eine sogenannte Bibliothek, die heißt Wine oder WineHQ, aber eigentlich Wine heißt diese Bibliothek. Diese Bibliothek ist nichts anderes als oder eine Sammlung von Bibliotheken, die nichts anderes macht als Linux-Programme, die jetzt zum Beispiel Aufrufe haben wie öffne mir den Dateiauswahldialog von der Linux-Welt in die Windows-Welt oder besser gesagt andersrum von der Windows-Welt in die Linux-Welt umzusetzen. Das heißt, habe ich jetzt ein Windows-Programm, was ich unter Linux laufen lassen möchte, brauche ich dieses WineHQ. Und wenn ich das installiert habe, kann ich mit dem Programm Wine dieses Windows-Programm starten und dann wird tatsächlich mein Windows-Programm unter Linux laufen. Das heißt, man kann die sehr, sehr, sehr viele Windows-Programme unter Linux einfach betreiben, als wäre es ein Windows. Und die laufen dann halt einfach darunter. Und das gilt auch für sehr, sehr viele, nicht für alle, aber für sehr, sehr viele VSTs oder Plugins, die man für seine DAW hat. Aber dafür braucht man dann noch so ein weiteres Programm, das das so ein bisschen managt. Und eines der Programme, da gibt es wieder viele, die ich jetzt gerade aktuell benutze, ist JarBridge. JarBridge ist im Prinzip nichts anderes als ein Programm, mit dem ich sage, okay, ich habe hier jetzt zum Beispiel ein VST und dieses VST möchte ich unter Linux benutzen. Das übergebe ich JarBridge und sage mit ein, zwei Befehlen, JarBridge binde mir die ein, dann bindet mir JarBridge ein Windows-VST ein. Und ich kann dann in meiner Linux-DAW, kann ich dann dieses Windows-VST einfach starten. Wie gesagt, nicht alle Plugins, aber sehr viele. Und der Entwickler von JarBridge, der Robert, der ist sehr, sehr aktiv. Den kann man ansprechen über Discord, über Foren, über diverse Kontaktmöglichkeiten. Und wenn man da so eine ganz spezielle Sache hat oder auch in der Community nachfragen, wie kriege ich denn dieses VST unter Linux zum Fliegen? Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja jetzt doof, da muss man jetzt wieder basteln, aber man muss auch mal überlegen, diese ganze Software ist für ein komplett anderes Betriebssystem geschrieben worden und man kann das dann mit ein paar Befehlen, kann man das dann unter einem komplett anderen Betriebssystem weiter betreiben. Und zwar 32 und 64-Bit VSTs. Also man hat eine ungeheure große Möglichkeit, die Sachen weiter zu betreiben oder man kann auch uralte VSTs. Man kann mit Wine zum Beispiel sagen, pass auf, emulier mir für dieses Programm ein Windows 3.11, wer es denn braucht. Oder ein Windows 95, ein Windows XP, ein Windows 7, ein Windows 8, ein Windows 10 oder 11, wenn es denn kommt. Das heißt, ich kann für jedes Programm sagen, so alt es auch sein mag, du hast hier vor dir ein Windows mit dieser und dieser Version. Dann sagt dieses Programm, super, dann laufe ich wieder zum Beispiel als 32-Bit oder als 64-Bit. Da muss man sich natürlich auch einlesen, wie das funktioniert. Da gibt es mal, wie gesagt, ganz viele Hilfeseiten, auch ubuntu-users.de, auf WineHQ. Natürlich auch viel Englischsprachiges, aber wie gesagt, deutschsprachig Linux ist so die erste Adresse eigentlich. Ubuntu-users.de, die haben ein super Wiki, ein super Forum und ganz tolle Hilfeseiten. So, haben wir denn noch eine Seite? Nee, haben wir nicht mehr. Das war's dann nämlich jetzt eigentlich. Sind schon auch wieder, ja, über 30 Minuten wollte ich eigentlich gar nicht so lange. Es sollte ja eigentlich nur so eine Übersicht, eine Erklärung, so ein Einstieg zu sein. Deshalb habe ich jetzt auch ziemlich viel gequatscht und ich hoffe, ich konnte euch da so ein paar Begriffe geben, gerade wenn man jetzt nochmal, gehen wir mal hier zurück an den Anfang, gerade wenn man mit diesen ganzen Begrifflichkeiten hier konfrontiert ist, Low Latency Kern und den ganzen Gedöns, dass man so ein bisschen eine Ahnung hat, wo man das hinpacken kann, wo das herkommt oder dass das einfach was mit dieser Linux-Welt zu tun haben. Im Endeffekt ist alles nicht so wahnsinnig schwierig, sind halt nur neue Begriffe. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen einen Einblick geben oder so eine Idee geben, was da auf euch zukommt.
Das meine ich im äußerst positiven Sinne, gerade hier mit diesen Audiosystemen oder mit diesen Konfigurationstools, dass ihr da vielleicht einfach neugierig geworden seid. Ihr könnt mich auch gerne fragen, aber Support kann ich euch da jetzt nicht geben, weil im Endeffekt ihr habt euch Windows und Mac selber beigebracht und ich würde schon ein bisschen erwarten, dass ihr auch dann etwas Motivation mitbringt, da auch selber und nicht von mir erwarte, dass ich euch da alles einrichte, alles erkläre von hinten vorne. Ich mache da sicherlich vielleicht auf Anfrage noch das eine oder andere Video dazu und erkläre das auch oder helfe hier und da mal. Aber wer ernsthaft umsteigen will, der sollte auch das System verstehen. Das ist genau gleich wie auch mit der DAW. Wer eine DAW benutzen will, sollte sie einfach verstehen und sich nicht darauf verlassen, dass andere das Verstehen für einen die Arbeit tun, sonst ist das Ganze ja relativ witzlos. So, ich hoffe, das hat euch gefallen oder Ideen gegeben und ja, wir hören und sehen uns unter Linux oder egal unter welchem Betriebssystem, egal unter welcher DAW. Ich würde mich einfach freuen auf Feedback und ja, dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal, dass ihr gesund bleibt. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.